wehren Sie sich Ihre begeisterte Anhängerschaft. Ich bin prinzipientreu und hingebungsvoll. In San Francisco erreichten die Dinge ein neues Niveau. Sein Drogenkonsum steigerte seine Paranoia. Je mehr Macht er hatte, umso kränker wurde er. Als der Artikel erschien, reagierte er darauf nicht. Mein Vater sagte, wir gehen nach Guyana. In Jonestown lief es eine Zeit lang gut, doch das änderte sich. Der Ort konnte nicht fortbestehen. Ich weiß, dass es nicht schön ist, Kinder, aber jemand muss für diese Revolution kämpfen. Jim sagte, sie werden unsere Kinder holen. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Wir bewaffneten uns mit Schaufeln, Äxten und anderem Werkzeug. Wir waren bereit zu kämpfen. Ihr wisst nicht, was ihr verpasst. Das sind Bananenchips, eine köstliche Mischung aus Kartoffelchips und Pommes. Und Rettich. Hier sitzen Leute und essen einen kleinen Snack. Und wieder scheint die Sonne. Immer wenn ich rausgehe, und die Leute können das bezeugen, hört es auf zu regnen. Es gab viele Gründe, warum die Leute nach Jonestown kamen. Es hatte was mit Gruppenzwang zu tun. Viele hatten auch die Hoffnung, wieder eine glückliche Gemeinschaft sein zu können. Bist du glücklich hier, Tom? Ja. Jeder hier ist glücklich. Das ist ganz offensichtlich. Es hieß, dass wir ins Paradies gingen. Die große Utopie. Doch wir mussten mehr als 900 Menschen versorgen. Das war unmöglich. Und vielleicht wusste mein Vater das. Also nahm das Drama seinen Lauf. Wir alle wurden schwächer, ängstlicher und mehr mit in seine Geisteskrankheit hineingezogen. Mit der Zeit trat Jims Wesensveränderung immer deutlicher zutage. Mein Vater fühlte sich in Jonestown verloren. Er konnte nicht länger zeigen, wie großartig er ist. Sein Drogenkonsum steigerte sich ins Unermessliche. Er lag immer öfter zugedröhnt in seiner Hütte. Er wurde immer aufgedunsener. Statt eines gottgleichen Anführers war da nun ein dicker, schwitzender Mann. Seine Anhänger waren ihm zu nah, um das zu übersehen. Er konnte sich nicht verstecken. Die Strafen wurden immer härter. Er ließ Leute in ein Erdloch sperren. Man nannte es die Box. Leute wurden zur Strafe darin eingesperrt. Man verband ihnen die Augen und erzählte ihnen, dass dort Blutegel drin seien. You wanna die, do you? I don't give a tonight. We put him in the box tonight. How about going in the box tonight? Dad. Put your hand in there. Put your hand in there. We might as well be free from you. Nobody will see it. Man konnte niemandem vertrauen. Kinder schwärzten ihre Eltern an. Wenn jemand fragte, wie gefällt dir Jonestown, war die Antwort stets, ich liebe es. Hallo Familie. Viele Grüße aus dem gelobten Land, das Vater für uns geschaffen hat. Hallo Familie. Dank Vater kann ich mit euch sprechen. Die Post wurde zensiert. Ich habe einige Briefe nicht bekommen. Wenn man einen Brief schrieb, dann nur, ich bin froh, hier zu sein. Jim Jones ist ein wunderbarer Anführer und wir bauen hier Utopia. Mehr nicht.
Es wurde extrem repressiv, fast wie in einem Konzentrationslager. Man fragt sich, wieso sind sie geblieben? Ein Grund war, sie hatten keine Pässe und kein Geld. Viele fühlten sich nach wie vor der Sache verpflichtet. Und wer versuchte zu fliehen, musste durch den Dschungel. Es gab kein Entkommen. Die Menschen in diesem Haus in Yokaya sagen, sie fürchten um das Leben ihrer Freunde und Verwandten im weit entfernten Guyana. Sie sagen, dass Reverend Jim Jones sich sonderbar verhalte und sie nicht länger schweigen können. Sie versuchen einem einzureden, dass alle Gerüchte, die man hört, falsch seien und dass es dort unten wunderschön sei. Jim Jones hat offenbar die Kontrolle über ihre Gedanken. Und solange das so ist, besteht eine gewisse Gefahr. Die besorgten Angehörigen waren sowohl Aussteiger als auch Eltern, die mit den Tempelmitgliedern in Guyana Kontakt aufnehmen wollten. Das ist weder Kommune noch Kirche, das ist purer Wahnsinn. Sie konnten ihre Verwandten nicht erreichen. Briefe wurden mit einem knappen "Lasst uns in Ruhe" zurückgeschickt. Und dieses Verhalten beunruhigte die Angehörigen sehr. Ich denke, und wenn Sie mir nicht glauben, mache ich gerne psychologische Tests. Aber ich denke, dass ich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Wir gingen an die Presse. Ich war 6 Jahre dabei und wusste, wozu Jim fähig war. Mein Sohn wurde gegen mich aufgehetzt und ich beschloss, um ihn zu kämpfen. Die Justiz kam ins Spiel, als Grace Stone gegen Jim Jones vor Gericht zog, um das Sorgerecht für ihren Sohn zu erhalten. Sollte er sich dem Urteil nicht beugen, wurde Haft angeordnet. Ich kann das Kind nicht an Sie herausgeben. Sie hat ihm schreckliche Dinge angetan. Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Jim Jones konnte den Jungen schon allein aus symbolischen Gründen nicht gehen lassen. Wenn der Staat dieses Kind zurückholen konnte, dann konnte er jedes Kind aus Jonestown zurück nach Amerika bringen. Der guyanische Gerichtsbeschluss führte zu der sogenannten Sechstagebelagerung. Jim sagte, sie werden unsere Kinder holen. Wir müssen kämpfen. Es hieß, die guyanische Armee sei auf dem Weg und wir müssten kämpfen. Nach dem Motto, legt ihr euch mit einem an, legt ihr euch mit allen an. Ich weiß noch, wie ich dachte, wie werde ich wohl sterben? Werde ich erschossen? Wie wird sich das wohl anfühlen? Ich war 20 und dachte, älter werde ich nicht. Ich habe eine Menge Waffen zu kämpfen. Ich habe meine Claws, ich habe Kompasses, ich habe Guns. Jim sagte, dass die Armee uns angreifen würde. Die ganze Nacht standen wir in Reih und Glied. Wir hatten Macheten und Gewehre und überall liefen Wachleute rum. Wir standen da und irgendwann sagte Jim, heute Nacht kommen sie nicht. Er schickte uns zurück ins Bett.
In der nächsten Nacht dann das Gleiche. Sechs Nächte lang rechneten wir jeden Moment mit dem Tod. Wir schliefen nicht. Wir waren erschöpft. Er setzte unserer Psyche zu. Wir waren ständig mit dem eigenen Tod konfrontiert. Jim Jones sprach von revolutionärem Selbstmord. Wenn sie nicht zusammenbleiben konnten, dann würden sie zusammen sterben. Als Zeichen der Loyalität. Er stand auf den Stufen vor dem Funkgerätehaus. Vor ihm rund 400 seiner Anhänger. Und er sagte: Stimmen wir ab. Wie viele wollen revolutionären Selbstmord begehen? Drei Leute hoben die Hand. Drei. Ich sah die Enttäuschung in seinen Augen. Gleichzeitig schien er nachzudenken und einen Plan zu fassen. Das werde ich nie vergessen. Wir dachten die ganze Zeit, dass die guyanische Regierung uns angreift. Dabei ging es eigentlich um einen Sorgerechtsstreit. Was werden Sie tun? Was ich jetzt tun werde? Nun, ich kämpfe seit 2 Jahren um das Sorgerecht für meinen Sohn. Und ich werde weitermachen. Ich werde alles tun, um John da rauszuholen. Das war 1978 gehörte ich zum Stab eines Kongressabgeordneten in San Francisco. Die besorgten Angehörigen hatten sich an Kongressmitglieder gewandt, unter anderem an Leo Ryan. Die Wahlkampfthemen hier sind die gleichen wie überall im Land. Arbeitsplätze und der Krieg in Vietnam. Leo Ryan war jemand, der Missständen auf den Grund ging. Er ließ sich anonym in ein Gefängnis einschleusen, um Misshandlungen an Häftlingen aufzudecken. Und er reiste nach Neufundland, um die blutige Jagd auf Seehundbabys anzuprangern. Als erstes müssen wir mit Jonestown Kontakt aufnehmen. Leo Ryan hatte die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu schauen, und er hörte den Aussteigern zu. Je mehr er mit ihnen redete, umso klarer wurde ihm, dass etwas nicht stimmte. Ich möchte die Tatsachen herausfinden und bin völlig unvoreingenommen. Also beschloss er, nach Guyana zu fliegen, um sich vor Ort ein Bild von Jonestown zu machen. Nachts hörten wir Schüsse. Jim sagte, das sind die Leute, die uns umbringen wollen. Er sagte, alle haben Angst. Als Vorbereitung auf die Reise hörte ich mir Tonbandaufnahmen von Interviews der Aussteiger an und bekam ein ungutes Gefühl. Ich hatte eine düstere Vorahnung. Ich habe versucht, Leo Ryan zu warnen, doch niemand schenkte uns Gehör oder Glauben.
Sie glauben mir nicht, aber ich sage Ihnen, einen Mann wie Jim Jones haben Sie noch nie getroffen. Dienstag, 14. November. Der Abgeordnete Leo Ryan ist mit einer Delegation nach Georgetown, Guyana, geflogen. Er möchte von dort weiter nach Jonestown reisen. Als Leo Ryans Delegation in Georgetown eintraf, hatte sie ein paar schwierige Tage vor sich. Ryan bemühte sich um eine Genehmigung zur Weiterreise nach Jonestown. Jones verweigerte dies. Yankees geht nach Hause. Das ist die derzeitige, etwas feindselige Haltung des People's Temple. Müssen wir uns anmelden? Hier ist eine Liste. Leo Ryan kam zu uns rüber und sagte, es gibt zwei Flugzeuge. Deshalb müsst ihr euren Verwandten sagen, ich werde kein Gefangener sein. Ich werde nicht zurückkehren. Man erzählte uns, Leo Ryan sei von der CIA. Wir wurden gedrillt und gedrillt, bis zum Umfallen. Man hat uns genauestens instruiert. Das war eine große Sache. Die Regierung plant einen Angriff. Es ist eine Verschwörung der CIA. Sie ist real. Als die Siedler hörten, dass Leute kommen würden, sahen einige ihre Chance gekommen, Guyana zu verlassen. Ein Kongressabgeordneter könnte ihnen Schutz bieten, um sicher aus Jonestown herauszukommen. Ich wusste zwar nicht, wie ich Jonestown verlassen sollte, aber ich war entschlossen, dass mein Sohn dort nicht noch einen Geburtstag verbringen würde. Meine Freundin Diane Louie erzählte mir, dass ihr Freund seit dem Tag seiner Ankunft wüsste, wie man aus Jonestown fliehen könne. Ich sagte ihr, dass ich mitkommen wolle. Ich wollte mit Leo Ryan ausreisen. Ich wusste, das war meine Chance, da rauszukommen. Ich ging gerade den Weg entlang, da sagte Monica Bagby zu mir, lass uns hier abhauen. Wir haben versucht, uns gut zuzureden, uns gegenseitig Mut zu machen. Vor allem ich brauchte das. So verrückt das klingt, aber wir mussten uns erst klar machen, dass wir das Recht hatten zu gehen, dass es okay war. Ich schrieb auf einen Zettel, helfen Sie uns, hier rauszukommen. Mein Plan war, Ryan den Zettel zuzustecken und ihn um Hilfe zu bitten. Das war wie ein Gefängnisausbruch. Ihr geht nirgendwo hin, sagte Jim. Man kann euch im Sarg hinaustragen, aber lebend kommt ihr hier nicht raus. Auf Ausbruchsversuch stand der Tod. Punkt. Period.
Ich bin Kongressabgeordneter Leo Ryan. Ich bin gekommen, um mich vom Wohlergehen der hier lebenden amerikanischen Bürger zu überzeugen. But I can assure you that if he stays long enough for tea, he's gonna regret it. Am 17. November hörte ich ein Flugzeug. Es war Freitag. Und dann ging die Sirene los. Ich spürte Freude und Angst. Wir bekamen einen Rundgang durch die Kommune. Es war beeindruckend. Mitten im tiefsten Dschungel hatten sie eine lebensfähige Gemeinschaft aufgebaut. Jede Person, mit der wir sprachen, sagte dasselbe. Ich liebe es hier, ich will nicht weg. Sind Sie glücklich hier? Ich bin sehr glücklich. Einen schöneren Ort gibt es nicht. Möchten Sie bleiben? Unbedingt. Ohne Frage. Manche Leute sagen, dass man sie nicht gehen lässt. Könnten Sie gehen? Wenn ich wollte, könnte ich gehen. Wenn ich wirklich wollte, könnte ich gehen. Am Abend feierten wir ein Fest. Jim Jones wollte den Besuchern seine Gemeinde präsentieren. Das Ganze diente dazu, den Abgeordneten für uns zu gewinnen. Die Stimmung war extrem angespannt. Das Fest war offensichtlich nicht nur für die Gemeinde, sondern vor allem für uns gedacht. Irgendwann wurde Ryan für eine Rede auf die Bühne gebeten. Ich freue mich, hier zu sein. Wie Sie wissen, leite ich eine staatliche Ermittlung, um Vorwürfen gegen Ihre Kolonie nachzugehen. Und ich kann Ihnen sagen, hier sind Leute, die finden, dass dies das Beste ist, was Ihnen in Ihrem Leben je passiert ist. Im Saal brach ein frenetischer Beifall aus. Kein einstudierter Applaus, sondern viel lauter. Der lauteste Applaus, den man in Jonestown je gehört hat. Der Beifall wirkte manisch, irgendwie unecht. Und er ging nicht 30 Sekunden, sondern mehrere Minuten lang. Es schien, als würde sich die ganze Anspannung in einem übertrieben begeisterten Applaus entladen. Und da kam mir der Gedanke, das ist meine Chance, hier rauszukommen. Das Risiko war groß. Es ging um alles oder nichts, handeln oder sterben. Als der Reporter Don Harris eine Runde durch den Saal drehte, sah ich eine Möglichkeit, ihm den Zettel zuzustecken. Ich steckte den Zettel in seine Armbeuge. Doch er fiel raus und landete auf dem Boden. Ein etwa 10-jähriger Junge hatte das Ganze beobachtet und rief, er hat ihm einen Zettel zugesteckt. Ich hob den Zettel auf, gab ihn dem Reporter und er ging weiter. Ich war...
aufgeflogen und hatte Todesangst. Don Harris kam auf uns zu und gab Leo Ryan einen Zettel mit den Namen von Vern Gosney und Monica Bagby. Darauf stand, dass sie gehen wollten. Ich bekam ein ungutes Gefühl und dachte, es ist also wahr. Leute werden gegen ihren Willen festgehalten. Wir hörten, dass Vern jemandem einen Zettel mit der Bitte um Hilfe zugesteckt hatte. Meine Freundin sagte, morgen fliehen wir. Das war der Plan. Nach dem Fest wollte Leo Ryan mit mir sprechen. Er sagte, Sie sind die Ersten, die gehen wollen, also bekommen Sie die ersten Plätze im Flugzeug. Ich sagte ihm, Sie sind in großer Gefahr. Sie müssen sofort weg von hier. Er antwortete, dass er kein Transportmittel hätte und noch nicht abreisen könne. Ich weiß noch, wie ich nachts auf meiner Pritsche lag und hörte, wie ein heftiger Tropenschauer aufs Dach prasselte. Es war ein unaufhörliches Trommeln. Ich habe in dieser Nacht kein Auge zugetan und nur gedacht, wie kommen wir hier nur wieder raus? Sie sind nur Reporter. Sie können ehrlich sein. Glauben Sie, Jim Jones ist ein guter Mann? Ja, das ist er. Ich bin 27 Jahre alt, schwarz, frei und selbstbestimmt. Und ich denke, dass Jim mehr Charakter hat als jeder, den ich je getroffen habe. Ich respektiere ihn sehr. Am 18. November wollten wir die Flucht antreten. Mein Mann Joe und ich waren getrennt. Unser Sohn lebte bei mir. Aber an diesem Tag tauchte Joe plötzlich auf und fragte, wo geht ihr hin? Und ich sagte, wir machen ein Picknick. Und er, ein Picknick? Ich dachte, das ist die dümmste Ausrede, die dir einfallen konnte. Ich dachte nur, das war's. Und dann sagte er, heute ist kein guter Tag, geht nicht. Mehr nicht. Und dann mussten wir los. Laut Richard waren es 50 Kilometer, zu Fuß. Wir brachen also auf. Wir gingen die Straße entlang. Ich hatte mir meinen Sohn auf den Rücken gebunden und ich hatte Angst. Solche Angst, dass ich Mühe hatte zu atmen. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich wartete nur auf die Kugel. Ich traf mich mit Leo Ryan und Jackie Speer. Ryan sagte, Sie stehen unter dem Schutz des US-Kongresses. Ihnen kann nichts passieren. Ich dachte nur, der ist verrückt. Ich wollte mich von meinem Sohn verabschieden. Edith, seine Pflegemutter, stand zwischen zwei Wachen. Und dann sah ich meinen Sohn. Er lief zu mir und war wie ein ganz normaler Vierjähriger, der nicht stillsitzen konnte und überall herumkrabbelte. Und dann ging er zurück zu Edith. Ich habe diesen Moment millionenfach in meinem Kopf abgespielt. Millionenfach. Ich wusste nicht, was passieren würde. Dann tauchte Jones schließlich am Pavillon auf. Ich stand daneben, als er von Don Harris interviewt wurde. Don Harris of NBC.
Harris konfrontierte ihn mit dem Zettel, den Vern. Und Monica geschrieben hatten. Gestern Abend hat mir jemand diesen Zettel gegeben. Derjenige, der das geschrieben hat, lässt seinen Sohn hier. Wenn Jonestown so schlimm ist, warum lässt er ihn hier? Erschüttert es Sie nicht, dass dieser Mann, warum auch immer, einer aus Ihrer Gruppe... Die Menschen spielen Spielchen, mein Freund. Sie lügen. Wenn es hier so schlimm ist, warum lässt er seinen Sohn zurück? Nennen Sie mir einen guten Grund. Ich würde meinen Sohn mitnehmen. Man sah, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Zwar nicht das ganze Ausmaß, aber dass etwas nicht stimmte. Die Stimmung im Pavillon kippte. Und mir wurde klar, dass noch andere Leute gehen wollten. Ich bin Jackie Spear. Was ist Ihr Wunsch? Ich will zurück nach Hause. Was ist Ihr Zuhause? Die USA. Ich war schockiert, denn diese zwei Familien waren mit Jim aus Indiana gekommen. Es ist nicht so, dass ich es hier nicht wundervoll finde. Du weißt, hier gibt es immer einen Platz für dich. Immer einen Platz. Tut mir leid, Jim. Du hast hier immer einen Platz. Das weiß ich, ja. Ich bin nicht nachtragend. Leute, die seit Jahrzehnten an Jims Seite waren, baten darum, gehen zu dürfen. Plötzlich schlug die Stimmung um. Ich erinnere mich an das Geschrei. Bring die Kinder zurück! Bring sie zurück! Ein Paar stritt sich um ein Kind. Die Mutter zog das Kind am Arm. Sie wollte gehen. Der Vater wollte bleiben. Fass meine Kinder nicht an! Sie nehmen mir meine Kinder weg! Man konnte mit ansehen, wie die Emotionen überkochten. Mir liefen die Tränen runter. Es war ein sehr emotionaler Moment. Doch Jones' Haltung änderte sich. Ich sah den Zorn in seinen Augen. Am Anfang wollten nur 7, 8 Leute gehen, dann 13, 14 und jetzt waren es schon über 20. Als immer mehr Menschen gehen wollten, entschieden wir, sie mit 2 Flugzeugen auszufliegen. Ryan würde da bleiben und ich würde die erste Gruppe begleiten. Dann kletterte plötzlich Larry Layton auf den Laster. Dale Parks sagte, Larry Layton kommt mit. Der ist ein Spitzel und gibt nur vor, ausreisen zu wollen. Wir müssen ihn im Auge behalten. Und dann stiegen wir alle auf den Laster. Kurz vor der Abfahrt habe ich mich mit John Harris unterhalten. Wir waren beide erleichtert, dieses Pulverfass zu verlassen. Wie aus dem Nichts kam plötzlich ein starker Wind auf. Der Himmel wurde schwarz. Und dann setzte heftiger Regen ein. Für mich fühlte sich das an, als würde das Böse über Jonestown hereinbrechen. Als würde eine übernatürliche Kraft die Kontrolle übernehmen.
Und deswegen konnte der Laster nicht losfahren. Sie gaben Gas, aber die Räder steckten im Schlamm fest. Da durchfuhr mich der Gedanke, ich komme hier nicht raus. Ich komme nicht raus. Dann gab es einen Tumult am Pavillon. Leo Ryan war im Pavillon. Er stand mir direkt gegenüber. Da bemerkte ich, wie von hinten ein Tempelmitglied an Ryan herantrat. Der Mann zitterte am ganzen Körper und weinte fast. Ich dachte mir, noch einer, der abreisen will. Doch dann zog der Mann ein Messer und rief, du Drecksau, jetzt stirbst du. Er wollte mit dem Messer auf Ryan einstechen. Wir konnten ihn gerade noch davon abhalten. Ryan setzte sich, auf seinem Hemd waren Blutflecken. Er war erschüttert. Jemand hatte versucht, ihn umzubringen. Ich persönlich dachte, unser Anführer ist ein Mörder. Ich lebe in Frieden und Liebe und er ist ein Mörder. Ich kam mir so naiv vor. Nach dem Vorfall saß Jones da und sagte, Jonestown war noch nie so friedlich. Da lief es mir kalt den Rücken runter. Denn Jonestown war noch nie so voller Schmerz und Qual gewesen. Es war, als würde Jonestown sich vor meinen Augen auflösen. Leo Ryan kam raus und hatte Blutflecken auf seinem Hemd. Er stieg in die Fahrerkabine und der Laster fuhr los zum Flugplatz. Ich dachte, was für ein Glück, wir sind noch mal davongekommen. Ryan war unverletzt. Ich wusste zwar nicht, warum Larry Layton dabei war, aber das würden wir am Flugplatz klären. Während der Fahrt hatte ich Angst. Eine Vorahnung. Es wurde nicht viel gesprochen. Es waren 10 Kilometer bis zum Flugplatz. Doch die Straßen waren schlammig. Die Fahrt dauerte also eine Weile. 10 Minuten später fuhr ein Traktor aus Jonestown raus und folgte ihnen. Auf ihm befanden sich 7, 8 bewaffnete Männer. Und dann waren sie außer Sicht.